FSV Frankfurt gegen den FC Gießen mit Mohamed Alawi, 32 Stürmer und mit Unterstützung von ganz oben und 650 ZuschauerInnen am Bornheimer Hang. Der FSV nach schwacher Anfangsphase stark. Zuspiel von Gütschlü auf Alawi. Gießens Keeper Frederik Löhe, der lenkt den Ball noch übers Tor. Also keine Gefahr, 0:0. Kurz vor der Halbzeit die Ecke und jetzt macht das besser. Alawi trifft zum 1:0, 45. Minute. Und der FSV führt, weil er im Fallen trifft. Zweites Saisontor für Mohamed Alawi. Wir springen in die Schlussphase und zu Ahmed Azouak. Der hat schon gelb und kriegt nochmal. Platzverweis und damit die Frankfurter in der Schlussphase zu 10 und Azouak früher unter der Dusche. Und Gießen versucht es nochmal mit Salem auf Starostik. Aber kein Problem für Endres. Und so bleibt es beim 1:0, dem Sieg für den FSV Frankfurt. Verdient, findet Trainer Thomas Brendel. Ja, war zum Schluss natürlich eine kämpferische Leistung, aber ich denke mal nicht unverdient, weil wir haben in der ersten Halbzeit einen ordentlichen Ball gespielt, haben zwar die erste Viertelstunde ein bisschen verschlafen, aber ich glaube einfach deutliches Übergewicht gehabt und die Mehrzahl an Chancen. Deswegen bin ich hochzufrieden. In der Tabelle klettert der FSV auf Platz 9, Gießen ist 16.